Arsch hoch und was Regeln geht. Ich hab alles schon erlebt, was willst du mir erzählen? Vis-à-vis für Reputation TV und Du hast die Macht. Vielen, vielen Dank für all eure tollen Bewerbungsvideos für unsere Online-Politik-Rap-Casting-Show. Uns ist aufgefallen, dass sich extrem viele eurer Songs um Armut, Ausgrenzung und Chancenlosigkeit drehen. Und ein Wort ist uns auch immer wieder ins Auge gefallen, nämlich Unterschicht. Wir konfrontieren Politiker und Journalisten mit euren politischen Texten. Heute ist es die bekannte Journalistin Inge Klöpfer und sie ist auch Autorin des Buches Aufstand der Unterschicht. Wir zeigen ihr jetzt einige eurer Bewerbungsvideos und gucken mal, was sie dazu zu sagen hat. Wenn die Glocken laufen, du siehst was zu essen, kriegst man Knorren oder Beauty-Tipps zu machen. Hallo Frau Klöpfer. Grüß Sie, vis-à-vis. Reputation hat Ihnen was mitgebracht. Super. Einige Bewerbervideos, ja. Die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Gerne. Alles durch meine eigenen Augen, diese Bücher nur mein Geist, nicht die Freiheit zu rauben, jeder versucht als Star. Price mit Gruß aus der Unterschicht. Okay. Alles geblendet, der Müll und mehr, volle Lügen, doch ich wusste, ich war ein Rebell und wollte mehr von diesen Typen, die die Wahrheit verbreiten und keine sinnlosen Scheiße. Ich bin für Armut der Reichen und gegen Freimaurerzeichen. Ich konnte mir nie was leisten, ich bin keiner von euren Bonzenkids. Ich muss immer daran denken, mein Leben ist ein Kompromiss. Frau Klöpfer, wir sind jetzt hier im Märkischen Viertel. Es ist ja ein oft besprochener Brennpunkt in Berlin. Politiker sprechen ja oft davon, dass es in Deutschland eigentlich nicht so was wie eine Klassengesellschaft gibt und erst recht keine Unterschicht. Ich glaube, Sie sehen das ein bisschen anders. Ich sehe das vollkommen anders. Wir haben eine große Gruppe von Menschen, die der es materiell einfach nicht gut geht, die nicht viel Geld haben und die im Grunde auch nicht viele Chancen haben. Denn unsere Gesellschaft, in unserer Gesellschaft hängen die Lebenschancen, die jemand hat, die Möglichkeiten aus seinen Talenten etwas zu machen, schon vom Geld ab. Jahrelang geht es nur um schön zu sein und wem ist es angeboren? Fickt euch, deswegen stich vom Spiegel meine Haare schon. Ich sehe lieber alles durch meine eigenen Augen. Lese Bücher nur mein Geist, nicht die Freiheit zu rauben. Welche Rolle spielt denn die Schule dabei? Also was läuft in der Schulpolitik falsch? Na, Schule ist ist eine Institution, die im Grunde Menschen sortiert nach ihrer Leistungsfähigkeit. Das versucht man jetzt strukturell zu beheben, aber es ist natürlich so. Das heißt, die ganz gut sind, kommen in eine bessere Schule nach der 4. Klasse, oder 6. Klasse hier in Berlin. Die nicht so gut sind, bleiben dann eben in den Sekundarschulen. Früher waren es noch die Hauptschulen. Schulen finden sich in den Kiezen oder in Bezirken oder Quartieren oder Vierteln, je nachdem, wo man in Deutschland ist, muss man ja ein anderes Wort benutzen. Und wenn sich dann in den Vierteln immer ganz bestimmte Gruppierungen wiederfinden, dann haben sie auch in den Schulen immer die gleiche Schicht vertreten. Was ganz ungünstig ist. Also es ist viel schöner für eine Gesellschaft, wenn sich alles mischt. Massenmanipulation, Kettenreaktion. Gerade wenn du auf dem Scheißhaus sitzt, sitzt jemand mit dir auf dem Thron. Jeder macht das Gleiche, ich versuche das Gegenteil zu tun. Also ihr schiebt und das Gegenteil ist gewiss. Sie haben mir in diesem Buch eine Zukunftsvision erschaffen, wie die Jugend und vor allem die Jugend, die der Unterschicht angehört, 2020 aussehen könnte. Vielleicht können Sie das ja mal kurz und knapp beschreiben, was da in Ihrem Buch für Visionen dargestellt werden. Ja, mein Buch ist eine zugespitzte Variante eines möglichen Aufruhrs, eines Aufstandes von Menschen, die unbeteiligt sind. Das ist natürlich entlehnt dem, was wir in Frankreich gesehen haben, in den Vorstädten, die etwa so aussehen wie hier, ein bisschen wilder, noch natürlich sehr viel größer. Hier wird es in den Innenstädten stattfinden. Das sind ganz viele Menschen, die im Grunde der wohlhabenderen Schicht oder der guten Mittelschicht zu Leibe rücken, die sich zusammenrotten, die einen bedrohen, die einen abziehen. Lauter so Sachen, immer unter der Hypothese oder der Annahme, dass je ungerechter eine Gesellschaft wird, desto niedriger wird die Schwelle, dass sich die, die wirklich keine Chancen haben, das nehmen, was sie meinen, was ihnen eigentlich zusteht. Ich konnte mir nie was leisten, ich bin keiner von euren Bonzenkids. Ich muss immer daran denken, mein Leben ist ein Kompromiss. Jede Hit mit Ups and Downs, irgendwann ergibt es einen Sinn, auch wenn alle von mir denken, dass ich krass behindert bin. Irgendwann krieg ich ein Kind, das mir an mein Schienbein springt. Man sagt ja eigentlich immer, dass jeder Mensch erstmal so die gleichen Chancen hat. Ja. Er spricht jetzt aber natürlich von diesem Kompromiss. Hat jeder Mensch die gleiche Wahl oder nicht? Nein, jeder natürlich nicht. Wir wissen, dass zum Beispiel selbst also Bildungsergebnisse und damit am Ende Erfolg im Leben hängt extrem stark davon aus, in welcher Schicht man aufgewachsen ist, also wie viel Geld am Ende ein Haushalt hat. Was ich an dieser Zeile interessant finde ich, dass er sich selbst kontrastiert zu den Bonzen. Das sind die Superreichen, die eben ein Handy haben und das nächste Jahr das neue. Was er außen vor lässt, ist, dass wir in Deutschland eine riesige Mittelschicht haben,
die vielleicht besser lebt als er und seine Familie, aber die auch nicht wirklich reich ist und die auch in jeder Lebenslage immer Kompromisse machen muss. Lassen Sie uns direkt das nächste Video angucken. Ja. Und zwar Shazar. Diese Bomben im Dunkeln und graben uns nach oben an die Sonne. Viele wurden aufgehalten von den Drogen. In der Grundschule wünsche ich jeder Welt Frieden. Doch die Welt ist korrupt, der Frieden muss in dir selbst liegen. Das Geld ist knapp und die Welt fuckt ab. Ich weiß nicht, wie ich mir helfen kann. 16 Jahre auf der Straße, guck mal, schlägt den kriminellen Weg ein. Wie bei einer Pflanze, kein Wasser und sie geht ein. Warum ist denn die Kriminalitätsrate in den Brennpunkten Ihrer Meinung nach so hoch? Weil sich niemand um diese Kinder kümmert. Also das, was ich recherchiert habe, als ich mich mit dem Thema in meinem Buch ja intensiv befasst habe, hat immer das gleiche Ergebnis ergeben. Die meisten Kinder werden von der Schule auf die Straße geschickt. Da ist niemand zu Hause, niemand, der sich kümmert. Da ist niemand, der sagt, setz dich mal hin, mach mal Hausaufgaben oder ich mach dir was zu essen. Das wird dieser Rapper erlebt haben. Und er weiß ganz genau, das ist ja das Faszinierende. Sie ganz genau wissen, wenn sich jemand um sie kümmern würde, dass sie dann eine andere Karriere einschlagen. Ich kenne keinen Freund und Helfer, die helfen mir nie. Denn die Männer im Blau haben dasselbe Prinzip. Der Krawattenmann zeigt auf mich, weil ich als Teil dieser Gesellschaft ihm peinlich bin. Die da oben werden nie wissen, wie es ist, wenn man broke ist. Das ist der Grund, warum meine Jungs stoned sind. So fühlen sich anscheinend 16-Jährige in Deutschland. Sie fühlen sich von anderen Leuten von oben herab betrachtet. Ist es denn tatsächlich so, dass die Krawattenmänner auf die Unterschicht so herablassend von oben hinunterschauen? Nein, das hätten die wahrscheinlich gerne. Das Problem ist ein ganz anderes, dass die Krawattenmänner diese Unterschicht schlichtweg ausblenden. Und wenn wir sie nicht mehr haben, dann würde ihnen das überhaupt nicht auffallen. Und das ist das Problem und deswegen ändert sich auch nichts. Sie haben mir auch immer gesagt, dass diese Leute quasi komplett entbehrlich sind für das System und quasi überflüssig in ihrer Funktion. Sie sind an sich, von der Zahl der jungen Leute, sind sie überhaupt nicht entbehrlich. Also wäre toll, wenn sie einfach was beitragen würden, ihr Geld verdienen, irgendwann eine Ausbildung machen, auf jeden Fall weiter rappen, kreativ sein, wie auch immer ihren Lebensstil leben. Depressionen breiten sich aus, auch bei dem Typ mit der Million Vision vom eigenen Tod. Man fragt sich, ob sich sein Leben lohnt. Standby-Modus, guckt, die Welt zieht vorbei. Leider Gottes ist die Welt in mehrere Welten verteilt. Sie haben ja auch in Ihrem Buch gesagt, Unterschicht bleibt Unterschicht und reproduziert sich am Ende selbst. Kann man denn keine Hoffnung haben, dass sich irgendwas ändert an dieser Entwicklung? Wird es jetzt quasi alles nur noch schlimmer? Es wird sich schon langsam was ändern, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch immer wieder Fälle haben, die da rauskommen. Faszinierenderweise, ja. Die dann auch Vorbildfunktionen übernehmen. Streetworker zum Beispiel, die den Leuten einfach den Weg zeigen und sagen, du kannst. Das sind übrigens natürlich die wichtigen Menschen, auf die diese jungen Leute treffen müssen. Es muss ihnen irgendwann jemand sagen, du kannst es. Ich glaube an dich. Die kriegen das nicht gesagt. Das ist das, was der eine Rapper sagte, immer auf der Straße. Ich habe Scheiße gefressen oder irgendwie sowas hat er doch gesagt. Ich sollte das Wort ja nicht in den Mund nehmen. Das meint er. Es hat ihm nie jemand gesagt, du kannst etwas. Frau Klöpfer, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Viel Erfolg auch weiterhin, ne? Ja, sagen Sie vor allem den Jugendlichen weiter rappen. Absolut, das neue können Texte. Sie Ihnen auch gerne nochmal sagen. Bitte weiter rappen, neue Einsendungen, immer mehr davon, tolle Texte. Guten Rhythmus, wir würden es uns anhören. Auf jeden Fall. Vielen Dankeschön. Dank. Ich verfluch die Scheine. Guck, ich hab keinen Bock auf Bau. Deswegen reiß ich mich zusammen. Ich will doch hier raus. Wir sind unten. Hallo Leute, hier noch eine kleine Randnotiz aus der Du hast die Macht Redaktion. Unterschicht bleibt Unterschicht, das sehen wir ein bisschen anders. Es gibt Auswege aus jeder Situation, die muss die Politik schaffen, aber die müsst ihr euch auch selbst schaffen. Engagiert euch, es gibt super viele Möglichkeiten und Projekte, die auf euch warten. Hier zum Beispiel eine kleine Inspiration im nächsten Du hast die Macht Video. Hallo liebe Freunde, wir sind in dieser Woche von Du hast die Macht unterwegs in Berlin, weil wir herausfinden möchten, was Jugendliche in ihrer Freizeit so treiben können. PKB 65, Prinzenkolonie Berlin. Deswegen sind wir heute in Wedding beim Musikprojekt Kings of Kiez. Ihre größten Stars sind PKB 65 und die schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mit. PKB Productions. Mach das weiter, sag es weiter, meine Stimme ist Tanksy, doch da musst du rein. Mein Name ist Hamudi 65. Mein Name ist 41. Ich bin's Ali Graphics. Mein Name ist Pool 65. Mein Name ist Mehmet, könnt mich auch Memo nennen, aber mein Rapper-Name ist Pektok. Ich habe Perspektiven, ich hab Respekt, also bitte, bitte nicht verlieben.